Das ist Devil. Heute im Thema Autobahn, Rösligram, Schokiwahn. Live bei uns im Folio, Michel Kalt. Und da ist er, ihre Gastgeber direkt aus dem Gotthardstau, Dominik Devil. Hallo miteinander. Danke, merci. Hallo. Grüezi. Grüezi und guten Abend. Daheim in der bequemen, leergefressenen Osternäschli, aber auch hier natürlich im Folium. Hallo miteinander. Ganz schnell Datumsabgleich mit euch daheim. Es ist jetzt Montag, 18. April 2022. Und das ist die aktuelle Devil-Sendung zur vergangenen Woche. Einfach, dass das jetzt klar ist. Weil grosse Verwirrung letzten Sonntag um die falsch respektive alte Devil-Sendung, die ja versehentlich ausgestrahlt worden ist. Habt ihr mitbekommen? Viele Gerüchte haben dort die Runde gemacht, das SRF heige Sendung zensiert. Ja, weil wir zu viele Jokes über meine Chefin Nathalie Wappler und Benissimo gemacht haben, zum Beispiel. Natürlich völlig lächerlich. Die Gründe sind viel weniger spannend. Technische Probleme beim SRF. Ja, also es heisst übersetzt, die berittenen Boote, die das SRF wirklich noch einsetzt. Ja. Die sind mit dieser Deville VHS-Kassette in der Satteltasche an den schwarzen Toren des Leutschenbach irgendwie gestrandet. Ja, die sind nicht reingekommen. Schaut hier. Aha, was haben wir denn da? Aber nicht am Happy Chance für den Sonntagabend, gell? Hoi Nathalie, wir haben hier 35 Minuten knallharte Satire in der Satteltasche, die neue Devil-Sendung. Ja, dann das Passwort bitte. Vergessen. Ja, so hat sich das abgespielt. Hm? Dabei weiss doch jeder seit Wochen, wie das Passwort beim SRF lautet, um überall reinzukommen. Richtig. Benissimo. Aber nicht weiter sagen. So was haben wir da Schönes können lesen. Einer der ganz dicken Fische hat es verwünscht letzte Woche. Dabei ist ja alles so gut. Ein Freund gelaufen vorher, hat sich für Kinder mit seltenen Krankheiten stark gemacht. Ist Vorstandsmitglied im Verein Pflege- und Adoptivkinder Schweiz gewesen. Stiftungsratsmitglied vom Kloster dies und dies. Und hat wirklich wohl Bergbahnen Briggels vom Konkurs gerettet. Wer so viel Gutes tut, muss ja in der Nacht ja, einfach sich Toren umschlagen in schummrigen Bars und Clubs. Anders halten wir das ja gar nicht aus. Dort ist es wie eine schnulzige SRF-Vorabendserie mit dem Beat Schlatter in der Hauptrolle, ist aber der Schweizer True Crime Tatort im Bankenmilieu seit Jahren. Die Rede ist natürlich vom Ex-Raiffeisen-Chef Pierrine Vinzenz. Nur 20 Minuten, beliebtester CEO im Jahr 2014. Und laut diversen Schweizer Nachtclubs auch beliebtester Klöpfmost-Ausschenker in den Jahren 2009 bis 2015. Hast du auch gerne Party, oder? Ja, ich kann gerne, wenn es lustig zu und her geht. Ja, das wissen wir jetzt definitiv. Übertrieben selbstbewusst, unsere Partynudeln. Aber mit Selbstbewusstsein wirbt ja Raiffeisen schon seit Jahren. Als Member Plus von der Raiffeisen kannst du so verdammt viel, dass du auf das Mal einfach das Gefühl hast, du kannst alles. Also, mach's wieder Martin. Krass, he? Schön für den Martin. Und Pierrine hat schlussendlich nichts genutzt. Auch kein Harley-Gang konnte helfen. Letzte Woche sind er und sein Berater vom Bezirksgericht Zürich wieder erwartet zu überraschend hohen Haftstrafen verurteilt worden. 3 Jahre und 9 Monate Gefängnis wartet auf der Bergbahn rettende die Bankgigant aus dem Bündnerland. Und das Ganze ohne Zinsen, das ist klar. Guter Blick an Stangen vorbei, ja, ist er sich ja gewöhnt. Bloß sind die im Gefängnis schon ein bisschen näher beieinander als die im Blue Flamingo zu Frauenfeld, das ist klar. Ihr merkt schon, es wäre sehr einfach, über den gefallenen Pierrine Vinzenz Witz zu machen. Hingegen, was hat er immer gesagt? Ich habe immer gesagt, wenn man einen CEO nur eins nicht hat, das ist irgendwie Mitleid, weil dann ist er falsch organisiert. Oder? Ja, das war auch falsch organisiert. Komm, also kein Mitleid und los. Warum ist denn Gefängnisstrafe so hoch ausgefallen für die Pierrine? Ganz einfach. Der Richter hat mir einfach noch einen fetten Bonus oben drauf gegeben. Warum lebt der Pierrine jetzt eigentlich den Traum von jedem Banker? Er kann endlich jeden Abend im eigenen Tresor einschlafen. Wie nennt man den Gegenstand neuerdings? Richtig, Reifeisen. Verstehen wir, ja. Und was sehen wir da?
Aha, der Pierin auf seiner aktuellen Harley. So, gut. Lieber Pierin Vincent, bevor du gehst, dürfen wir dir noch eventuell unser Freundebuch überreichen? Weißt du, in einen Kuchen einbacken geht ja so schlecht, aber kannst du uns ja in 3-4 Jahren wieder zurückgeben. Ja, mein Name ist Pierin Vincenz, auch bekannt als Banksy. Mein Lieblingsbuch ist eine alte Bündnergeschichte vom Handschellen-Ursli. Mein Motto, außer Spesen nichts gewesen. Mein Geheimnis, ja, jetzt habe ich keine mehr. Mein Lieblingsgericht, finde ich jetzt überhaupt nicht lustig. Meine Lieblingsband, das ist Boni Jovi. Mein Lieblingsspiel? Ja, bald wahrscheinlich Eile mit Feilen. Was ich dir schon immer sagen wollte, nein, los, jetzt sage ich nichts mehr ohne meinen Anwalt. Aber hier ist noch ein aktuelles Foto von mir und du kannst mich schon mal besuchen, oder? Ach ja. Pierin, schöne Grüße. Und auch schon, Freundebücher gibt es ja auch kaum noch. Zu Recht. Man musste einfach immer zu lange auf das Passfoto warten. Könnt ihr euch noch erinnern, ein Foto folgt, ist immer gestanden, mühsam. Dafür nutzen ja jetzt alle die sogenannten sozialen Medien. Facebook, TikTok, Instagram, also nicht alle. Ja. In Russland zum Beispiel sind viele von diesen Netzwerken von Putin persönlich verboten und blockiert worden in der letzten Woche. Abgeschaltet. Kein Facebook, kein Twitter, kein Instagram. Ah, Russland muss wunderschön sein zurzeit. Nein, aber natürlich nicht abgeschaltet durch Social Detox gelöscht, sondern wegen Zensur. Der Facebook-Konzern Meta zum Beispiel sei eine extremistische Organisation, die Hass auf Russen schüren würde, so die offizielle Begründung aus dem Kreml. Also sind doch einfach mal so typische russische Fake News, oder? Facebook verbreitet doch nicht bitte Hass gegen Russen. Ja? Facebook verbreitet Hass gegen alle. Ja? Man nennt es auch Kommentarfunktion. Ja, wir lachen jetzt über die Sperre, aber viele russische UserInnen trifft das sehr hart. Zum Beispiel russische Influencer. Ja, ein Spitter. Ja, in der Ukraine werden zwar Kinderspitäler zerstört, aber irgendwo in Russland in Duolingo-Streak. Das ist hart. Aber Duolingo gibt es ja zum Glück noch in Russland. Traut Putin schon mal an, von Holländisch zu lernen, ja? Wenn es dann ab nach Den Haag geht, in ein Plastikli, ja? Aber was, wenn der Putin weiter Selfies posten will oder so eine Instagram-Abstimmung machen will? Ganz einfach, Putin hat jetzt sein eigenes Instagram-Boot. Instagram nur für Russland. Geil. Rossgram. Klingt das eher wie eine Dating-App für Pferdeliebhaber? Rossgram, ja, könnte auch eine Maßeinheit in einer Pferdemetz sein, oder? Darf es nur das Rossgram mehr sein, Frau Studer? Und es nimmt ja schon Wunder, werden Reels, die auf Rossgram einfach zu Unreals und Stories werden zu Fairy Tales. Influencer zeigen nicht mehr ihre gemachten Boobs, sondern ihre neuen Nukes. Hm? Gibt's Filter? Ja, gibt's, aber wahrscheinlich nur einen, der Looking Through Vladimir Eyes Filter. Hallo, Genossinnen und Genossen. Herzlich willkommen zu Late Night Putin. Und jetzt für alle frische junge Hunde und einen Wodka. Wer nicht lacht, kommt in Gulag. Eigentlich wollten wir an dieser Stelle ein bisschen umspinnen und zum Beispiel nur ein lustiges russisches TikTok so erfinden. Aber die Realsatire hat uns bereits eingeholt. Natürlich gibt es bereits ein russisches TikTok. TikTok nur für Russland. Es heisst Yappi. Wie kann man? Papi wäre eigentlich der bessere Name gewesen, weil der Konzern wird ganz zufälligerweise von einer von Putins Töchtern geleitet. Da lobe ich mir halt schon den Westen. Weil wir wissen, soziale Medien gehören nicht in die Hände von durchgeknallten Diktatoren. Wir wissen, soziale Medien gehören in die Hände von durchgeknallten Milliardären. In den vergangenen Wochen ist dann auch in den Kommentarspalten hoch zu und her gegangen. Schaut mal, was zum Beispiel der User Kerzenständer gemeint hat. Man könnte es wie im Fußball regeln, Videobeweis. Oder der User Töfflifahrer. Gibt es dann auch die AGBs in verschiedenen Sprachen mit einem notarial beglaubigten Vertrag? Jetzt rate mal, über was wird sich da aufgeregt in der Kommentarspalte. Klar, wenn der Schweizer von Fußball und AGBs redet, ja, dann meint er pure Sex. Ist ja klar.
Ernsthaft? Die Kommentare sprechen sich gegen Zustimmungslösung im neu angedachten Sexualstrafrecht aus, das letzte Woche im Parlament verhandelt worden ist. Zustimmungslösung, oder kurz nur Ja heisst Ja, verlangt, dass sexuelle Handlungen nur einvernehmlich sind, wenn beide zugestimmt haben. Beide. Ja? Oder für unsere Zuschauer aus dem Wallis, alle 4 oder 5 Beteiligten. So. So. Nein, das ist wichtig. So Details sind wichtig zu klären, wenn es zum Beispiel zu einer Anschuldigung wegen Vergewaltigung kommt. Der Bundes- und Ständerat hingegen präferiert die Lösung «Nein ist Nein». Bei dieser Lösung geht man davon aus, dass nur wer klar Nein sagt, nicht mit dem sexuellen Kontakt einverstanden war. Finde ich jetzt noch schwierig. Weil jeder hat doch so eine Situation im Kopf, wo er eigentlich mal nicht einverstanden war mit dem, was gerade abläuft. Und trotzdem hätte er nicht Nein sagen können. Ich zum Beispiel, ich stehe noch 124 Sendungen immer noch vor der Kamera. Und das ist beim Sex nicht anders. Laut der Umfrage, deutet die Hälfte von allen befragten Männern als klare Einwilligung zum Sex, wenn das Gegenüber schon mal vorher einem Geschlechtsverkehr zugestimmt hat. Ich meine, nur weil vor 10 Jahren mal jemand etwas gut gefunden hat, muss man es doch nicht nur einmal aufdrängen, oder? Ja. Denn 37% von allen befragten Männern sind der Meinung, ihres Gegenüber gebe Zustimmung zum Sex nur, wenn die Person aufreizend gekleidet ist. Und noch ganze 27% sind davon überzeugt, dass der Sex einvernehmlich war, wenn sich der Partner oder die Partnerin nicht dagegen wehrt. Was lernen wir daraus? Männer haben grundsätzlich anscheinend keine Ahnung, wenn jemand zum Sex bereit ist und wenn nicht. Und aus diesen Gründen ist die Auftraggeberin von dieser Umfrage, Amnesty International, klar der Meinung, die Nein-heißt-Nein-Lösung reicht für uns nicht aus. Denn häufig sind Menschen, die von sexuellen Übergriffen betroffen sind, nicht in der Lage, Nein zu sagen, sich zu wehren. Deshalb braucht es aus unserer Sicht wirklich die gegenseitige Zustimmung, also das Ja des Gegenübers. Ja, manchmal kommen wir nämlich auch gar nicht dazu, überhaupt Nein zu sagen gegen so eine Handlung. Weil zum Beispiel 15% von diesen befragten Herren haben es total in Ordnung gefunden, mit der Person Sex zu haben, während die neben einem tief schläft. Und spätestens jetzt überzeugt mich die Nur-Ja-ist-Ja-Lösung. Wenn ich daran denke, dass nach der Aufzeichnung Kind in der Garderobe auf dem Sofa immer einen kurzen Fuß machen und neben mir steht dieser schwedische Kameramann Johann. Also bitte schön. Trotzdem regen sich viele auf. Schau in den Kommentarspalten noch. Der da zum Beispiel. Also jetzt muss noch eine Volksabstimmung stattfinden, damit ich Sex haben kann, oder was? Ja, wieso nicht? Ich denke, wir haben schon viel dümmere Abstimmungen gehabt. Das wäre doch mal etwas. Schau mal. Ja, aber Achtung, gellet, erinnert euch, wir haben 4 Abstimmungen im Jahr. Hm? Und wer in der Schweiz hat denn noch so häufig 6? Kommt, ganz ehrlich. Oder auch der hier, der wirklich fragt, muss ich jetzt noch meinen Anwalt und 3 Zeugen ins Bett holen, wenn ich 6 haben will? Ja, wenn niemand zum 6 findest, sonst warum nicht? Ja? Aber einfach die Fragen vorher, weil jedes Kind weiß ja, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt ungefickt in dem Fall. Und wer von diesen Herrschaften die Schüchs verklemmt oder betet ist, um zu fragen, dann macht es halt auch wie früher. Ja? Da, Zedeli, willst du mit mir ins Bett gehen? Ja, nein, vielleicht, dann ist klar. Aber warum hat sich denn der Ständerat wirklich gegen eine Nur-Ja-ist-Ja-Lösung ausgesprochen? Da gab es eine Mehrheit der Konservativen, die der Meinung ist, dass Nein heißt Nein besser sei, weil es aus juristischer Sicht einfacher für die Beweisführung ist. Aha, ist das so? Also fragen wir doch nicht den Ständerat, sondern gerade die Juristin, TV-Anwältin Michelle Kalt. Michelle, was ist besser juristisch gesehen? Nein heißt Nein oder nur Ja heißt Ja? Also das erste Mal, beides ist viel besser als das, was wir jetzt haben. Im Moment zählt es nur als Vergewaltigung, wenn ein Mann den Sex mit irgendeiner Art von Gewalt erzwingt. Zum Beispiel mit Fesseln oder mit einem Messer oder mit deutschem Hip-Hop. Mhm. Warum redest du denn jetzt nur von Männern? Können Frauen nicht auch vergewaltigen? Wir könnten schon, aber wir Frauen stehen bekanntlich nicht so auf männerdominierte Branchen. Die Arbeitsbedingungen von Vergewaltigern innen sind einfach nicht familienfreundlich. Eine Vergewaltigung kann rechtlich gesehen aber tatsächlich nur von einem Mann an einer Frau begangen werden. Wenn eine Frau jemanden zum Sex zwingt, ist das eine sogenannte sexuelle Nötigung. Ist genau gleich Scheiße, heisst einfach anders. Aber das gibt es in der Schweiz ja noch oft. Wenn sich ein Mann im Job Mühe gibt, ist er
ehrgeizig. Wenn eine Frau das macht, ist sie karrieregeil. Wenn eine Frau sich schminkt, gilt sie als gepflegt. Wenn ein Mann sich schminkt, gilt er als tuntig. Wenn ein Vater 100% arbeitet, ist er fleissig. Wenn eine Mutter eine 100% Stelle hat, ist sie Single. Mhm. Und wenn ein Comedian 8 Stunden am Tag arbeitet, dann ist es ein Wunder. Ja? Aber wenn jetzt nur mit Gewalt erzwungener Sex eine Vergewaltigung ist, was ist denn, wenn der Sex zwar gegen den Willen des Opfers passiert, aber ohne Zwang? Ist das denn einfach erlaubt? Dann ist es nur eine sexuelle Belästigung. Das ist schon strafbar, aber es gibt dafür kein Gefängnis, nur einen Buss. Weißt du, es gibt auch nur einen Buss. Unerlaubt zu parkieren. Vaginas sind in der Schweiz genau gleich viel Recht wie der fucking Parkplatz. Ist nur ein Scherz. Anders als Vergewaltigen werden Falschparkierer fast immer bestraft. Ja, das werden wir jetzt zum Glück auch ändern. Welche Lösung findest du denn jetzt ganz konkret besser? Nein heisst Nein oder nur Ja heisst Ja? Ich bin eindeutig für nur Ja heisst Ja. Nein heisst Nein schiebt die Verantwortung dem Opfer zu. Es wird so da, als ob Sex grundsätzlich immer zur Verfügung steht, außer man wehrt sich irgendwie dagegen. Dabei sind Fremde in Italien wie Spendensammler auf der Straße. Mit 99% davon möchte ich nicht interagieren. Nein heisst Nein würde auch bedeuten, dass man als Opfer beweisen muss, dass man unzweideutig Nein gesagt hat. Und das ist extrem schwer. Ich schaffe es ja manchmal nicht einmal, meinem Computer zu beweisen, dass ich kein Roboter bin. Und bei nur Ja heisst Ja, müsste ja dann der Täter beweisen, oder? Dass das Opfer zugestimmt hat. Muss es denn jetzt wirklich immer einen Notar mit ins Schlafzimmer mitbringen, um sicher nicht bestraft zu werden? Nein, 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 keine Sorge. Auch mit Ja heisst Ja gilt immer noch im Zweifel für den Angeklagten. Aber das mit dem Notar ist keine schlechte Idee, weil viele davon sind ziemlich hot. Danke, Michel, für deine klare Einordnung. Michel Kapp. Gar nicht mal so tolle Ostern, obwohl die italienische Schokoladenhersteller Ferrero hatte. Ihr habt es mitbekommen, in der Kinderschokolade und den bekannten Überraschungseier hat man vereinzelt Salmonellen gefunden. Ja, die Ostern haben die Eltern Kinderschokolade wirklich so versteckt, dass man sie sicher nie findet. Und hey, es ist mega doof mit diesen Salmonellen. Ich meine, die dummen Plastikspielzeuge sind schon mühsam zum Zusammensetzen. Was ist jetzt mit diesen kleinen Salmonellen? Bringt doch niemand hin. Und muss man jetzt nicht den bekannten Werbeslogan umtexten? Oh, Mami, Mami, bringst du mir etwas mit? Ja, was denn? Etwas Spannendes, etwas zum Spielen und etwas zum Kötzeln. Was? Das sind ja 3 Sachen. Konkurrenz hingegen, die freut. Zum ersten Mal in der 2000-jährigen Geschichte von Ostern hat jemand absichtlich Merci-Schocke, Jogoretti oder Risoletto ins Nestchen getan. Es ist also im Moment wirklich gesünder, das Plastikspielzeug zu fressen als die Schocke selber. Nein, ganz so schlimm ist es jetzt natürlich nicht. Wir haben rund 150 bestätigte Fälle in ganz Europa. Nicht so viel, ja. Ein riesiges Geschiss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sehr wenig, also. Trotzdem kommen unsere Spitäler wieder an Anschlag. Der Grund? Panische Eltern, die sich Sorgen machen, wenn ihr Kind ein bisschen Durchfall hat, nachdem 7 Überraschungseier, ein Pack Schokobon und 15 Milchschnitte gefressen hat. Wahrscheinlich sind das die Eltern, die jetzt panische Spitalsäcke mit ihren Kindern, die gleichen, die wegen der Strahlung daheim das WLAN abschaltet und ihre Kinder nicht gegen Masern impfen. Könnt ihr mir vorstellen? Oder muss man jetzt wirklich national die Alarmglocke schlagen wegen der Salmonellen? Wird Berse wieder, ja, die besondere Lage ausrufen müssen. Muss man jetzt jede Kinderschock, jedes Überraschungsei vor dem Essen 20 Sekunden mit Seife waschen? Ja? Oder muss man gerade alle Schocki-Osterhasen töten, wie damals die Nerz in Dänemark? Ich weiß es nicht. Aber in dieser Sache würde ich mich jetzt ganz ehrlich, ja, würde ich mich jetzt als Schocki-Querdenker outen. Zum Glück haben wir den Blick. Weil der Blick hat eine Expertin gefunden, die ein bisschen entwarnen kann. Natürlich ist es ein sehr, sehr geringes Risiko, dass jetzt in einem von diesen Schokoeier, wo jetzt jemand privat daheim ist, tatsächlich Salmonellen drin sind. Ist das eine Expertin? Blick Sie mal ehrlich, das ist doch einfach das Grosse, oder? Gut, ganz ehrlich, wer kennt sich besser mit Süßigkeiten und Kindern aus als unsere Grossis? Ich meine, niemand dealt ja mehr mit Süßigkeiten als Grossis, ja? Schau, Schätzchen, ist alles nur eine Frage der Dosierung. Zuerst nimmst du mal 2 Mal dieses zum Aufputschen, dann gesagt, 17 Minuten später noch mal mit einem Ragusa nachdoppeln. Das sollte länger. Bis 8:30 Uhr. Und dann kommst du mit einem Willi-Sauer-Ringli ganz langsam oben runter, gell? Aber einfach nie Smarties und Gummibärli mischen, das ist gefährlich. Aber ernsthaft, was meint denn die Expertin im Fall Ferrero, was man da am besten macht?
den Joggingbetrieb zu reinigen, zu entkeimen, ist eine grössere Aufgabe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, eine ganze Fabrik putzen, das ist hart. Wir wissen ja, wie es in einer Joggingfabrik aussieht, oder? Genau. Ja? Es kann ja wirklich sein, dass wir das ganze Problem nur haben wegen ein paar hässigen Umpa-Lumpas, die in den Milchtank hineinbrünzelt haben. Das könnte ja sein. Aber was weiss schon ich? Ja? Komm, frag mir doch die richtigen Experten. Oh oh. Da innen steht das Kinderüberraschungsei, dass man die im Augenblick nicht essen darf, weil ganz vielen Leuten mega schlecht geworden ist. Oh ja, jetzt müssen wir schauen. Habt ihr diese Woche schon das Kinderüberraschungsei gegessen? Ja, ich habe sogar alles gegessen. Das ist schon ganz schlecht. Was würdet ihr wählen, dass in eurem Überraschungsei drin ist? Ein Backer, wo ich drauf sitze und nachher backere. Ein Stier, der alle Häuser kaputt machen kann und dann kann ich noch Radio reiten. Ich habe ein Überraschungsei bekommen und ich habe nicht gewusst, dass da drin ein verstinkter Furzwindel drin war. Ist das wahr oder ist das echt ein bisschen gelogen? Wahr. Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Also, wisst ihr, was ich in der Zeitung gelesen habe? Ich werde es nicht glauben. Es sind im Fall jetzt Leute, wirklich, sind auf die Autobahn aufgesessen, um das Auto anzuhalten, weil sie nicht wollen, das Auto fahren wegen der Umwelt. Würdet ihr denn auf der Autobahn sitzen? Nein. Zeig mal, wie schnell fahrt ihr vorbei auf der Autobahn? Wie würdet ihr ein Auto anhalten, wenn ihr das Auto anhalten müsst? Ich würde es lassen, dann Knöpfchen machen, dass es dann das Auto heben mit dem. Ein Roboter zum Stoppen. Wie sieht denn der Roboter aus? Blau und hat grosse Hände. Es mega das Tuch, das nicht gut angemacht ist. Und dann denkt es, ah, das ist jetzt gut fest angemacht, das Tuch. Und dann geht es rein. Einfach ein Ampel hinstellen. Wo immer laut ist. Das ist schlau. Ich habe gelesen, dass jetzt der Strom für das Auto viel teurer soll werden. Yay! Ich habe nicht mehr so viel hässliche. Weil Elektroautos sind immer hässlich. Und sag mal, wie funktioniert denn das mit elektrisch, dass das Auto fährt, elektrisch? Vom Nattel. Also. Oder vom Computer. Wie eine Tankstelle. Ja. Und dann braucht es auch so ein großes Loch, dass man das auch wieder stecken kann. Batterie. Richtig. Benzin. Benzin über die Batterie. Was läuft bei euch daheim alles mit Strom? Hm? Eine Tür. Eine Tür? Was für eine Tür? Spezielle Tür? Wo kann die von allein aufgeht? Richtig. Richtig, wie nennt man das? Geistertür! Du, dann ist noch etwas passiert, das ist auch in der Zeitung gestanden. Der Schweizer Fernsehen hat vergessen, meine Sendung auszustrahlen. Die hat man nicht im Fernsehen schauen können, wo ihr vorkommt. Was willst du dem Schweizer Fernsehen sagen dazu? Nicht gut gemacht. Dort rein sagen. Könnt ihr das bitte nicht vergessen, oder ich mache euch ganz sicher Elektrokasten kaputt. Mit meiner Chefin dürft ihr mal schimpfen, da wäre ich noch froh. Weil die hat das vergessen. Wenn sie eine Badhose vergessen hat, dann drehe ich ihr in den Kopf, weil ein Stück Pizza in den Kopf ist. Oh, schau mal, da kommt gerade ein Fax rein. Oh, du, das ist wunderbar. Hey, wow, wirklich. Die Schweiz ist in Hollywood angekommen, steht da. Oder ja, besser, Hollywood in der Schweiz. Die Oscar- und Golden Globe-Gewinnerin Anne Hathaway hat in einer schweizerischen Filmproduktion mitgemacht. Und sie zusammen mit einem absoluten Laiendarsteller aus Basel die Hauptrolle übernommen. Komm, schauen wir mal rein. The very best of Switzerland packed into a road trip. Just ask Anne and Roger. Seriously? Can we stop this, please? Wow. Wow, Roger. I'm a loss for words, Anne. I didn't see this coming. Well, now I know I bypassed. I think we have a masterpiece on our hands. Ja, was der Anne ihren Vertrag beinhaltet hat, wissen wir nicht genau. Beim Roger war eine Bedingung ganz sicher, dass er einfach nicht singen darf am Set. Wirklich nicht. Aber ihr habt schon gemerkt, wir haben uns wieder früh gefreut. Ja, es handelt sich leider wieder nur um einen weiteren Werbespot mit unserem Roger. Alles andere wäre einfach schön gewesen. Gott verdeli, warum klappt es einfach nicht so richtig mit dem Schweizer Film? Das könnte sich mit der nächsten Abstimmung vielleicht ein bisschen ändern.
Am 15. Mai stimmen wir über die Revision vom Filmgesetz ab. Die sogenannte Lex Netflix. Lex Netflix, also egal wie die Abstimmung ausgeht, sie gewinnt schon mal den Preis, ja, für den dümmsten Vorlagennamen aller Zeiten. Also noch knapp vor der Eco-Pop-Initiative, ja, und der eigenen vier Wände dank Bausparen-Initiative aus dem Jahr 2012. Ja, was machen wir? Nennen wir jetzt die Revision vom Sexualstrafrecht vielleicht auch bald Lex Sex? Ja? Oder die allfällige Volksinitiative zur 35-Stunden-Woche Lex Relax eventuell? Um was geht es bei der Lex Netflix überhaupt? Gibt es einen spannenden Handlungsbogen? Ja, vielschichtige Charaktere oder vielleicht sogar einen Cliffhanger? Oder wird die Abstimmung vielleicht sogar mehrere Staffeln haben, wie die Abstimmungen zum Covid-Gesetz? Dazu mal. Schauen wir es mal an. Lex Fetz, sozusagen, würde ich sagen. Wichtig zum Wissen vorweg. Die Abstimmung betrifft nicht nur Netflix selber, sondern sämtliche Streaming-Plattformen, wie zum Beispiel Apple TV+, Disney+, oder Tierwelt+. Ja? Habt ihr jetzt vielleicht gemerkt, Tierwelt+ gibt es natürlich nicht. Ja? Das ist schade, ich würde sofort abonnieren. Hey, stundenlang könnt ihr Sachen schauen wie «Sheepless in Seattle». Mm. Mit dem Mayor Ryan in der Hauptrolle. Oder «Schweinfeld». Ja, der «Schweinfeld», das ist mega cool. Ey. Oder so ein Action-Knaller «Mootrix». Laut dem Bundesamt für Kultur machen Streaming-Anbieter in der Schweiz jährlich einen Umsatz von immerhin 302 Millionen Franken. Das angepasste Filmgesetz verlangt, dass Streaming-Dienste 4% von ihren Einnahmen in die Schweizer Filmförderung müssten einfließen. Also rund 12 Millionen Franken. Nicht so viel Geld, 12 Millionen Franken. Aber genau für das bekommst du ja in der Schweizer Filmbranche schon recht viel über. Zum Beispiel Ice Catering für den Mike Müller. Im Moment, also ohne das überarbeitete Filmgesetz, sind die Angaben von Netflix und Co. oder die Abgaben von Netflix und Co. für das Schweizer Filmschaffen ja ein bisschen kleiner, nämlich genau 0 Millionen Franken. Die Initianten und Initiantinnen von Lex Netflix stören sich daran, dass trotz der höheren Gewinne in der Schweiz Streaming-Anbieter nichts in die Schweiz vor Ort investieren müssen. Sie müssen weder Leute hier beschäftigen oder Steuern zahlen. Das Filmgesetz will also verhindern, dass alles Geld ins Ausland abfließt. Gut, ja, also, wenn man will, dass nichts abfließt, dann braucht es eigentlich kein Gesetz, sondern einen Sanitär. Ja. Sorry für den Gag, aber der hat euch jetzt nichts gekostet, der ist mir spontan eingefallen. So. Weiter. Bei einer Annahme von dem neuen Filmgesetz müssten Netflix und Freunde 30% von ihrem Programm mit europäischen Produktionen bestücken. Das Gesetz würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass mehr Geld für Schweizer Produktionen vorhanden wäre. Und das ist doch mal grundsätzlich toll, oder? Oder nicht? Wir subventionieren linke Filmemacher, die sich weigern, guten Film zu produzieren. Welche Filme produzieren, welche fast ausnahmslos floppen und einfach nur schlecht sind. Also, dass die linken Filmemacher ganz ein übles Pack ist, das ist uns ja bekannt, das wissen wir. Aber dass sie sich tatsächlich extra weigern, gute Filme zu produzieren, das enttäuscht sogar mich. Ja? Ja. Ganz anders natürlich als die Filme von rechten Filmemachern. Schauen wir mal in ein Beispiel rein. Hey, heute Morgen schon kalt müssen duschen. In der Schule war es auch kalt gewesen. Laufen die scheiß heißigen Öl. Kopf und nicht einmal Akku haben wir. Du weißt ja, wenn es zu wenig windet, produziert das Windrad zu wenig Energie. Wow, oder? Also, wenn ich das anschaue, dann weiss ich, die brauchen nicht 4% Förderung, sondern 40% mindestens. Das war das letzte grosse Kampagnenfilm der SVP. Das ist doch traurig. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber Melanie Winiger würde dieser Szene wirklich sehr, sehr gut tun. Ja, wirklich. Ein bisschen Filmförderung, da könnten auch die sich vielleicht richtige Schauspieler leisten und nicht nur mit Impro-Theatergruppe von der Sektion Schwendimatt. Ne? Komm, schauen wir noch einen Ausschnitt. Komm. Aber das Mami hat doch wegen der Frauenquote einen Job im Management. Darum ist sie immer weg, oder nicht? Ja, sie verdient schon viel. Aber 60% davon gehen als Steuern an den Staat. Uff. Ja, uff. Wo ist der Will Smith, wenn man ihn mal braucht? Ja. Und ich glaube ganz ehrlich, die Mami ist wegen etwas ganz anderem nie um in diesem Haushalt. Könnt ihr mir vorstellen? Und wieso kann sich eigentlich der Sohn an nichts erinnern? Muss alles den Grosspapi fragen? Ist ja egal. Ist ja wurscht. Schauen wir uns jetzt erst mal an, wer das Gesetz gut findet. Hm? Aha. Das sind schon mal, fällt uns auf, deutlich mehr Leute als sonst Kinobesucher im neuesten Schweizer Blockbuster. Und ja, es sind viele bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen.
Also, es sind viele Gesichter aus der Film- und Fernsehwelt. Warte mal, also ich kenne niemanden. Cedric Wermuth, den kenne ich. Wo hat denn der Cedric Wermuth mitgespielt? Ah, klar. «Zwei glorreiche Halunken», das ist sein Film gesehen. Stimmt. auch dabei der Regisseur Michael Steiner. Wenn sich das umschlägt in Film, dann bedeutet das ja nicht nur Film. Das bedeutet ja in erster Linie auch wirtschaftlich Hotelübernachtungen, Regionen, die aufgewertet werden und Jobs, die geschaffen werden. Also. Ja, jetzt spendiert doch mal Michael Steiner eine Hotelübernachtung, dass er nicht immer auf der Straße übernachten muss. Schaut den mal an. Komm, bitte. Grounding, mein Name ist Eugen, Wolkenbruch, Missenmassaker. Da produziert jemand einen Filmhit am anderen und muss trotzdem so rumlaufen wie er. Das ist ja schade. Da ist definitiv viel zu wenig Geld in diesem Filmpott drin. Aber sind wir mal ehrlich, das Nein-Komitee, das gegen das Gesetz Referendum ergriffen hat, das hat schon die spannenderen Hauptcharaktere. Schaut mal, was auffällt, viele bürgerliche Jungparteien sind gegen das Gesetz. Klar, ich meine, wer die Welt retten will, muss nicht fürs Klima auf dem Boden sitzen, sondern fürs Portemonnaie vor einem Bildschirm. Das wissen die eben. Ihn haben wir schon kennengelernt von der jungen SVP, der Samuel Hasler. Ein Gesetz, das besonders der jungen Bevölkerung. Ja, Samuel muss merken, wer bei der alten SVP ein Rät mit «die jüngere Bevölkerung» anfordert, wird schnell vom Podium runtergeläutet. Trotzdem hat auch die SVP und die FDP die Nein-Parole rausgegeben. Haben wir sonstige Argumente? Matthias Müller, Präsident der Jungliberalen zum Beispiel. Kein Mensch schaut Schweizer Filme auf Netflix. Kein Mensch schaut Schweizer Filme. Das mag sein, aber was ist mit den Tieren? Eine Studie von 2015 hat klar gegeben, dass gerade Hunde zum Beispiel durchschnittlich viele Filme schauen. Und die unterscheiden nicht zwischen Hollywood und Leutschenbach. Die sagen überall «Wow!». Verstehen Sie? Aber ernsthaft, wer schaut denn jetzt wirklich Schweizer Produktion auf Netflix? Stimmt das? Tatsächlich weniger als 1%. Ja gut, aber die Argumentation von den Jungliberalen ist auch nicht ganz wasserdicht. Schaut, die Jungliberalen haben 4'400 Mitglieder. Das sind auch nur 0,05% der Schweizer Bevölkerung. Und trotzdem haben auch die eine Daseinsberechtigung. Irgendwie. Glaube ich zumindest für irgendetwas. Weiter argumentieren die GegnerInnen, die Abgabe sei ein Eingriff im Markt. Was ist das für ein dummes Argument? Braucht man das Argument irgendwo mal auch im Alltag? Du, Schatz, wenn du heimkommst, kaufst bitte noch Gemüse. Nein, sorry, ich kann nicht. Das wäre ein Eingriff im Markt. Ne? Haben wir denn sonst noch irgendwelche Bedenken? Die Streamingdienste werden diese Kosten logischerweise auf uns Konsumenten überwälzen, mit der Folge, dass unsere Abogebühren steigen werden. Nicht heute, auch nicht morgen, aber bestimmt übermorgen. Ja. Puh, erst übermorgen, noch mal Glück gehabt. Ne? Ich kann ja rund 3 Staffeln Schweinfeld schauen, bis dahin. Ah nein, das geht ja nicht, weil... Kopf und nicht einmal Akku haben wir. Ja, aber könnte Netflix, die Frage ist berechtigt, könnte Netflix und Co. seine Abo-Preise wirklich erhöhen aufgrund von dieser Abstimmung? In Frankreich oder Spanien, das wissen wir, wo es bereits solche Abgaben gibt, ist das nicht passiert. Aber Fun Fact, Netflix braucht natürlich keine Abstimmung, um Abos zu erhöhen. Die machen das einfach so. Ja? Ist das vielleicht der quälendste Cliffhanger, den sich ein junger FDPler vorstellen kann? Ob wir unsere Abo-Preise erhöhen, erfährst du in der nächsten Staffel. Oder in der übernächsten. Oder in der überübernächsten. Also bleib gefälligst dran. Und auch der Gewerbeverband hat seine Sorgen. Andererseits ist es eine eindeutige Bevormundung der Konsumentinnen und Konsumenten, denn mit dieser 30-prozentigen EU-Quote schreibt man quasi vor, man hat mehr europäische Filme anzuschauen. Und ja, klar, sind wir doch mal ehrlich, das ist wahrscheinlich nur eine Salamitaktik. Oder bald gibt es nur noch Schweizer Filme auf Netflix. Nicht heute, auch nicht morgen, aber bestimmt übermorgen. Ja, und dann heisst es nicht mehr Netflix, sondern Netschwitz. Muss schauen, Netschwitz heisst es. Anstatt Sex in the City nur noch Sex im Dörfli. Hm? Und anstatt Big Bang Theory, nur noch Big Bang Theory, wird es denn geben. Hm? Oder House of Yaskards wahrscheinlich. Ah nein, das gibt es ja schon. Ja, richtig. Außerdem, die 30%-Quote hat nicht die Schweiz erfunden. Die gilt bereits in grossen Teilen der EU seit 2018. Frankreich zum Beispiel hat sogar eine Quotenpflicht von 40% für französische oder französischsprachige Produktionen. Und hey, könnt irgendjemand französische Filme? Ja, natürlich könnt man die. Merkt ihr etwas? Merkt ihr etwas? Gut. Also, wenn das Gesetz in der Urne angenommen wird, was ist denn? Weil wir in Zukunft weltweit Filme aus der Schweiz sehen.
Ja, weltweit Schweizer Film. Das tönt jetzt wie eine Drohung, ja? Wie sie Viola Amherd in einer möglichen Kriegssituation aussprechen könnte, wer uns angreift, dem schicken wir Schweizer Filme. Russland, du hast vielleicht Atomwaffen. Okay, aber wir haben Melanie Wiege. Aber wenn es das durchkommt, das Gesetz, ja, wer würde denn entscheiden, was aus dem reichhaltigen Schweizer Kanon von Filmschaffen bei Netflix denn wirklich gezeigt wird? Die Leute von Netflix selber? Nein, die können das nicht. Ja, Netflix müsste schon jemanden holen, der sich mit Swissness wirklich auskennt. Und hört, doch kann es eigentlich nur einen geben. Es war eine düstere Zeit. Are you kidding me? Ruhig. Sondern ein Leben zu führen, wie Christus geführt hat. Können wir bitte stoppen? Oh, wow. Yeah. Wow. Das würdest du auf Netflix schauen? Das ist doch cool. Ich sehe das Problem. Ich würde mein Abo kündigen. Ja, ist halt Schweizer Film, gell? Okay, ich verstehe es. So ein bisschen Game of Thrones und so, aber die Sprache. Ist Mundart. Okay. Ja, aber etwas müssen wir ja zeigen aus der Schweiz nach der Abstimmung. Oh. Toni, schaust du auch Schweizer Filme? Na, Meteo oder Benissimo. Habt ihr etwas mit da? Oh mein Gott. Die Leute wollen Kämpfe sehen. Gut gegen Bös. Und viel Action. Yeah. Kaboom. Mit einem weltbekannten Star. Drama. That's important. Very important. Aber aus der Schweiz muss es kommen. Warum also zeigen wir nicht einfach am Roger seine Match? Super, wer ist dafür? Ja, ich find's gut. Jawohl. Ja. Oh. Direct Democracy. Yeah, okay. Binge-watcher. So schön. Stellt euch vor, NetSwiss, nein, NetSchweiz, bitte nicht. Egal, wie ihr euch auch entscheidet am 15. Mai, wir kommen, fingers crossed, am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin binge-watchen doch alle bisherigen 13 Deville-Staffeln gratis. Auf YouTube oder srf.ch. Spoiler, es ist saugut. Tschüss zusammen und bleibt gesund.